Satteltäter habe ich öfter schon mal zum Thema gemacht. Ein aus meiner Sicht wirklich skandalöser Funkkanal, der sozusagen teilweise jedenfalls islamistischen Extremismus verharmlost und relativiert. Ich meine, da sind ja auch schon Videos veröffentlicht worden, wo der Dschihad im Grunde als etwas völlig Normales und Harmloses dargestellt wurde. Auch das Thema Zwangsheirat ist ja eines, was immer wieder mal hochkommt. Und es ist ja in islamischen Familien nach wie vor nicht unüblich, dass Papa und Mama im Grunde zum Beispiel den Ehemann für die Tochter aussuchen, auch wenn die Tochter vielleicht in diesen Mann gar nicht verliebt ist. Also da sind schon teilweise noch sehr mittelalterliche Strukturen vorhanden. Ja, und man sollte ja meinen, dass sowas bei Funk dann auch wirklich deutlich und kritisiert wird. Denn dort legt man ja immer angeblich großen Wert auf Gleichberechtigung von Minderheiten und von Frauen und so weiter. Und es wird immer wieder gesagt, dass das massiv abgelehnt wird. Ja, aber bei Datteltäter scheinen die Uhren wohl anders zu ticken. Denn dort gibt es seit einiger Zeit ein Format namens Halal-Dating. Hier suchen Familienmitglieder den künftigen Lebenspartner für eine Person aus. Das Ganze wird zwar auf eine hippe Art und Weise präsentiert, aber im Grunde ist es reaktionär und absolut skandalös. Denn wir alle zahlen ja auch noch dafür. Freiheit oder Sicherheit? Schwierige Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Und ich erwarte auch eine gute Antwort. Freiheit oder Sicherheit? Hart auf hart Sicherheit. Für mich ist es eine sehr einfache Frage. Für mich nicht. Ich glaube Sicherheit. Sehr gut, Einstellung. Freiheit. Als eine verheiratete Frau hast du noch Freiheit. Wirst du deine Kinder muslimisch erziehen? Ja, inshallah. Auf jeden Fall, ja. Ich bin keine Muslima. Ich bin orthodoxe Christin und deswegen kann ich sie ja gar nicht muslimisch erziehen. Ich bin auf jeden Fall sehr offen auch für den Islam. Was dann die Kinder betrifft, sage ich ehrlich, ist es schwierig. Man muss gucken, wie man das macht. Würdest du ein Muslim werden? Nein. So, wie war die Runde für euch? Ah ja. Sehr interessant. Sehr interessante Runde für uns. Ihr müsst jetzt eine weitere Person auswählen. Ja gut, ich habe gerade noch mal, ich komme wieder zurück auf mein Wort, Dina. Ja. Als sie gesagt hat, ich will nicht zum Islam treten, sie war ganz ehrlich, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde schon wollen, das ist aber vielleicht selbstsüchtig oder so, ich würde schon wollen, meine Kinder muslimisch zu erziehen. Wir zwingen keinen Mensch in eine Religion, aber für uns ist auch wichtig, dass auch in der Familie passt. Ich finde, man sollte nicht geschämt werden, wenn man jemanden nur wegen der, also weil die Religion nicht passt, die Person dann nicht mehr nehmen möchte. Und viele sagen halt, das ist so voll oberflächlich und so, aber für viele Menschen ist das halt die Realität, dass es ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Und wenn das halt nicht passt, dann kann man sich halt ein Leben nicht vorstellen. Schade, aber das Regel so ist, dann müssen wir leider. Ja, so ist es dann eben, ne? Eine Christin, die nicht zum Islam konvertieren möchte, raus. Entlarven ist ja auch die Frage von diesem Opa da, wie eine verheiratete Frau überhaupt auf die Idee kommen könnte, noch von Freiheit zu sprechen. Ja. Ja, es wird dann aber sehr schnell deutlich, dass ein Kandidat, der sozusagen nicht zum Islam konvertieren will, eigentlich ohnehin keine Chance hat. Da fragt man sich, warum die überhaupt eingeladen werden zu diesem, wie soll man sagen, Familiencasting. Ja, ja, und es gilt ja auch oft für die betreffende Person selber, dass die sogar damit einverstanden ist, dass die Familienmitglieder ihr den Partner oder die Partnerin aussuchen. Soweit geht es ja teilweise auch. Ne? Hier zum Beispiel sucht die Schwester den Partner aus für ihre Schwester. Und ich nehme an, dass das mit der Lebensrealität in muslimischen Familien wenig zu tun hat. Aber wirklich progressiv erscheinen diese beiden Damen auch nicht. Ich glaube nicht direkt an Gott. Kann ich die Frage nicht so direkt beantworten, aber Religion spielt in dem Sinne eine wichtige Rolle in meinem Leben, weil ich Religion sehr interessant finde. Ich möchte mich aber auch nicht mit dieser Entscheidung festlegen. Ist ja legitim, aber just not what I'm asking for. Du musst jetzt leider jemanden verabschieden. Wen wird es treffen und warum? Also ich bin ganz ehrlich, da ist mir die Entscheidung leider sehr leicht gefallen, weil ich weiß, wie wichtig meiner Schwester die Religion ist, der Islam ist. Deswegen würde ich da leider den Armin rauswählen. Also ich kann die Entscheidung 100.000% nachvollziehen. Ich hätte es nicht anders gemacht. Da kann auch alles andere stimmen. Das ist total egal. Wenn das nicht stimmt, dann... Ich bin jetzt raus, ja. Ich kann mir auf jeden Fall denken, warum ich rausgewählt wurde. Das ist natürlich die Religion. Die kurze Runde war für mich voll interessant. Es war zum Beispiel auch
gar nicht so konkurrenzmäßig, was ich zuerst dachte, dass vielleicht so sein könnte. Das fand ich cool, dass alles so herzlich war. Na ja, Junge, dann sei mal lieber froh, dass du nicht in so eine engstirnige und religiös-fanatische Familie einheiraten musst, sondern stattdessen deine Freiheit behältst. Alles richtig gemacht. Ja, gewählt haben die Damen am Ende dann Rufat, der ein besonders emanzipatorisches und modernes Weltbild hat. Back to you, bist du eifersüchtig? Ja, sehr. Ja? Auf alles, was sich bewegt in deiner Nähe. So, das ist die Wahrheit, ne? Aber so auch in einem gesunden Maß würde ich fast schon nicht sagen, ist fast schon ungesund, aber... Kurze Rücke. Also reden wir jetzt gerade darüber, was du anhaben darfst. Was ich anhaben darf? Also, ne, es gibt etwas, was ich nicht anhaben darf. Also ich finde grundsätzlich, eine Frau muss sich vernünftig kleiden. Also die Klamotten repräsentieren ja dich. Aber du, wie du dich gibst mit den Klamotten zusammen, das ist nochmal was anderes. Also ich merke, du machst das für dich selber. Und das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Und wenn du das für dich selber machst, dann gibt es ein paar Sachen, da kann ich die Augen mal zukneifen. Mhm, aber wenn du merkst, dass ich gerade nicht einen Minirock anziehe, weil ich den einfach unnormal schön finde, sondern weil ich finde, dass ich dadurch eine schöne Figur habe und möglicherweise andere Leute die Figur auch schön finden, dann ist es ein Ding. Kommt davon, was willst du mit dem Rock machen? Rausgehen? Achso, nee, ich dachte eher zu Hause mit Minirock chillen. Mit Herz sogar. Warte. Kannst du gerne natürlich machen. Rausgehen. Sei einfach ehrlich. Minirock ja, nein? Nein. Kurz gesagt, ich lasse mir eh nichts verbieten. Mhm. Aber wenn man Kompromisse findet, wenn ich dich gern habe, dann mache ich das ja gerne. Ja, eben. Oder haut dir eins in die Fresse, wenn du nicht spurst. Ne? So läuft das. Genau. Also, das ist schon wirklich heftig, was einem hier zugemutet wird. Ich meine, was ist denn das überhaupt für eine Botschaft? Also, diese rückwärtsgewandten Weltanschauungen sollte man doch massiv ablehnen. Und ich dachte eigentlich, dass bei Funk zumindest das Konsens wäre. Aber dass das in so einem Unterhaltungsformat noch quasi salonfähig gemacht wird, das ist schon wirklich ein Knaller. Also, muss man wirklich sagen. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack.tv und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.